In dem Jahrhundert nach dem Überfall der Mongolen auf Moskau klammerten sich Dmitri Donskois Sohn und Enkel weiter an den Thron der Rus. Inmitten alter Feindseligkeiten und instabiler Bündnisse setzte es sich Dmitris Urenkel, Iwan III., zum Ziel, Moskaus Herrschaft auf die gesamte Rus auszuweiten. Doch da war eine unabhängige Republik, die Moskaus Streben nach Macht trotzte, das wohlhabende Handelszentrum Nowgorod. Klingt wie Novigrad. Der Fall der Republik Nowgorod. 1478 erst. Iwan III. Plante, alle Gebiete der Rus unter der Herrschaft Moskaus zu vereinen, aber die unabhängige Republik Novigrad, wollte sich nicht kampflos unterwerfen. Wenn sie in Unterzahl sind, kann ihnen der Aufwerten von Einheiten einen Vorteil verschaffen. Spielen. Republik Nowgorod. Im bitterkalten Winter des Jahres 1478 trat Iwan III. Vor die Tore der wohlhabenden Republik Nowgorod, der letzten unabhängigen Provinz der Rus. Mit seiner Armee aus verbündeten Ruskriegern würde Iwan nicht einhalten, bis auch Nowgorod zu Moskau gehörte. Zuerst musste er die umliegenden Städte Kuklino und Solzoy erobern, die jeweils von Widerstandskämpfern verteidigt wurden. Achso. Ich bin aber mit wenig Leuten unterwegs, das muss ich aber wohl sagen hier. Iwan fegte den Widerstand in Kuklino beiseite und konnte das Dorf nun nutzen, um seine Armee zu verstärken. Huch! Viel speichert. Achso, das ist hier so ein Altar, ist das? Da. Начинаю строить и сейчас. Что накажете? Наказывайте. Укажите цель. Слушайте его в путь. Это ein böses Schaf. Направляйтесь в путь, вольни. Вольни! Heilige Stärke liefern. Gold, wenn sie eingenommen sind. Ach so. Kann ich hier jetzt einnehmen, so einfach? Kapierst du, Kartoffel? Will ich haben. Что велите? Яко прикажет? Дайте мне работу. Да буду мясо к трапезе. Thank you.
Das beginnen sie mit dem Aufbau einer Wirtschaft. Errichten sie Jagdhütten im Wald Nähe. Um Gold zu verdienen, nehmen sie heilige Städte ein. So, heilige Städte können, glaube ich, auch nur die heiligen Krieger hier einnehmen, ne? Achso, wieso nicht zugänglich? Alter, die Olle schmeißt da, auf jeden Fall sieht es so aus. Es tut mir leid! Es tut mir leid. Что накажете? Сие построю. Есть ли наказы всадника деля? Следую наказам. Hä? Направляюсь туда. Wieso ist das nicht zugänglich? Скачи, родимая. Воини, идите по мне, воини. Жду наказы. Ich muss ja nicht wieder drin bleiben, oder? Kommt trotzdem Gold, ne? Ja. Готово, Есим, потрудитесь. Древеса всегда надобно суть. Садник исполнено будет. Стреляют по нам! Сиеет! Направляюсь туда! Никто жив будет! Сие погублено будет! Выступаю на брешь! So. Dam da dam 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 da dam da da dam 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 da da dam da da dam dam dam. Трудитесь, надобно. Начинаю. Есть ли наказ? Направляюсь туда. Оружие готово есть. Выступаю на брешь. Да будут кровь и брать. Vergammelt doch und stinkt irgendwann, ne? Das muss ja nicht sein, ne? Ich habe zwei Kriegsmönche dabei, okay. Zweimal Kriegsmönch, la 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 la. Was auch immer du sagst, mein Sohn. So, eine Wirtschaft haben wir scheinbar am Laufen. Auch die Nase, aber auch die Wirtschaft. Auch die Wirtschaft läuft. Nicht nur die Nase.
вроде этися надобно. Okay, jetzt würde mir Townsend voranschreiten, ja, okay. Könnte man schaffen. Wir versuchen es mal. Wir haben 57 Leute. Könnte vielleicht hinhauen. Ja, wobei die sehen sehr stark aus. Ach, der kann ja nicht heilen, ne? Das war nur der. Ich sag mal, das ist natürlich wieder scheiße, wenn das passiert. Wenn dir die Kriegsmönche nicht ja, folgen, ne? Hey, Spielschleicher, Hilfe! Ivans Truppen eroberten die zweite Stadt und entwickelten einen Plan, um Nowgorod für Moskau zu sichern. Nowgorod! Um die reiche Hauptstadt zu erobern, müsste Ivans Armee erst die Volksmiliz Nowgorods besiegen. Senkt die Produktionskosten von Belagerungsmaschinen. Gewöhnliche Bürger hatten zu den Waffen gegriffen, um ihr Land gegen den Einfall Moskaus zu verteidigen. Doch ihnen fehlte die Ausbildung und Ausrüstung für eine offene Feldschlacht. Wenn Ivan sein professionelles Heer halten konnte, würde die Bürgermiliz aus Nowgorod keine große Bedrohung darstellen. Готовы будете, воины? Ach, die holen sich schon dann direkt das nächste, alles klar. Что накажете? Туда уже направляюсь. Да буду мясо травить. Schieß! Sehr gut! Сделано будет.
Готов повиновать и стремлюсь к добродетели. So, was haben wir hier noch? Militärsakademie, Stahl, Ross, Harnische, Elite, Sperrtaktiken, Langzeit. Ja. Das ist Haus. Das ist Haus. Готов, есть к делу новому. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте все, новые наказы суть. Ja, wir könnten noch mal ein Häuschen bauen hier, vielleicht so, hier so irgendwo. Häuschen. Du Mäuschen. Da ist ein Häuschen. So ein Mäuschen, mein kleines Häuschen. Rittersäbel abgeschlossen. Aufwertung Einheiten. Готов наказы слушать. Приготовляйтесь. Поспешите, Леоносные. Слушайте все, сейчас наказы будут. Wo ist denn jetzt hier so, so Handelsgedöns, irgendwie sowas? Haben wir sowas? Ha. Haben wir Marktplatz? Haben wir sowas? Marktplatz? Gibt es überhaupt hier Marktplatz? Dorfzentrum. Universität bietet komplexe Technologien, die die Zivilisation voranbringen. Arsenal, Belagerungswerkstatt, produziert Belagerungsmaschinen, mächtige Schießpulvereinheiten. Ja, dann haben wir sowas denn schon? Ja, haben wir doch schon. Ne, Belagerungswerkstatt haben wir nicht. Hahaha. Ja, ein Dorfzentrum haben wir schon. Bergfried. Es ist der Bergfried. Schmiede. Felder. Hölzerner Festung. Steinfestung. Ja, Befestigung. Возведу все, яко прикажете. Наказывайте, сделаю все. Немедля иду добывать. Ди-ди-ди-ди. Готово, есмь к делу новому. Nein, Mist. Egal. Строите надобно.